Chat, ich merke schon, ihr habt richtig Bock, dass der Boss mich einfach 75 Mal aus dem Leben klatscht. Na gut, alles klar. Dann gehen wir diesmal zum richtigen Bonfire. Wir haben doch jetzt schon wieder einen neuen Shortcut freigeschaltet. Wir haben doch gerade nochmal ein Tor aufgemacht auf diesen großen Platz. Aber das ist länger, wie wenn wir den normalen Weg gehen. Das macht actually gar keinen Sinn. Wenn das Hauptspiel beendest, also den Endboss besiegst, dann endet das Spiel direkt und du wirst auch direkt ins NG plus 1 geworfen. Sehr guter Hinweis, Jan. Vielen Dank. So war es nämlich auch in Dark Souls 1. In Dark Souls 1 habe ich den Endboss gekillt und konnte dann den DLC nicht mehr spielen und musste die Scheiße nochmal machen. Da war ich unnormal triggert, Alter. Aber, dann tut mir einen Gefallen, Chat. Dann tut mir einen riesen Gefallen. Sagt mir vor dem Endboss Bescheid. Bitte macht den nicht. Und geh ins DLC, damit wir vor dem Endboss einen Break machen können, das DLC spielen können und nach dem DLC nur noch den Endboss wegklatschen. Bitte erinnert mich daran. Merkst du aber ganz genau, wenn es zum Endboss geht. Okay, sehr gut. Dann muss ich nur noch... dann darf ich nur noch nicht Brain AFK sein und muss auch wirklich noch dran denken, dass es noch einen DLC gibt, den ich vorher spielen muss. Was ist hier eigentlich? Nein, 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 das wollte ich nicht. Scheiße, das ist ein Invade. Der hilft mir. Nein. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot, Junge. Okay, vielleicht doch nicht. Die zwei sind. Will ich Stress? Oder hilft ihr mir? Es geht ab. Ich kann ihn nicht anvisieren. Wie cool. Okay. Ich bin so verwirrt. Okay, die hilft mir jetzt scheinbar. Das war eigentlich nie der Plan. Ich dachte, da liegen Seelen von mir, Junge. Ich dachte, da liegen Seelen von mir und wollte die aufheben. Auf einmal läutet der die Glocke, Alter. Ich meine, na gut, dann... Oh, Junge, du musst jetzt nicht jeden Gegner wegklatschen, der hier rumrennt, Alter. Alter, wo kommt er denn her? Mann, was passiert hier? Fick dich! Was ist denn das, Junge? Ich bin verwirrt. Der hat dich gut nass gemacht, das war ein Invade, ja, aber lag eventuell auch daran, dass ich ihn überhaupt nicht gesehen habe am Anfang, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass auf einmal irgendein neuer Gegner da rumrennt und ich maximal verwirrt habe, was da überhaupt abgeht, Alter. Ich bin so dumm, ich hab Edler Ring gekauft und ich habe keine Ahnung, wie ich da vorgehen soll. Wie sieht gut aus. Dominik, könntest du dir einfach... Komm auf meinem YouTube vorbei. Da gibt es in 4K mein Let's Play von Elden Ring. Guck dir doch einfach mal die ersten 1, 2, 3 Folgen an und wenn es dir Spaß macht, auch. Warum ist das Tor jetzt zu? Warum ist das Tor jetzt zu? Hä? Hä? Ja, dieses Drecksgame. Warum ist das verfickte Tor jetzt zu hier? Ich bin doch hier gerade 45 Mal durchgelaufen. Alter, das Game verarscht mich. Das Game trollt mich.
Wie gesagt, Dominik, guck doch einfach auf meinem... Ich hab doch den Hebel nicht umgelegt. Ich war doch an dem Hebel gar nicht dran. Guck auf meinem YouTube vorbei, Dominik, und guck dir ein paar Elden Ring-Videos an. Und dann kriegst du vielleicht so einen groben Plan davon, wie, wo, was. Ja, super. Wie komme ich da... Oh, dieses Game. Egal, warte mal. Wir haben doch hier noch das andere Tor, oder? Wir kommen doch hier auch lang, glaube ich. Ich habe ja noch einen zweiten Shot gerade aufgemacht. Genau, da war er. Und hier können wir doch jetzt auch lang. Da muss ich nur oben einmal abbiegen, einmal meine Seelen wieder aufsammeln und einmal das Tor aufmachen. War ja gerade irgendwie... Er hat hier auch zugemacht. Hey, dieser dumme kleine Bastard. Alter, was ist er denn für ein widerlicher Hund, Alter? Hä? Wo ist denn der Hebel hier? Der ist auch... Alter, was ist denn das für ein Drecksmove? Was für widerliche Menschen zocken in dieses Game, Alter? Abgesehen von mir. Das ist ja übelst der ehrenlose Move, Alter. Das ist ja richtig gottlos. Hä, die Leute zocken dir einfach deinen Progress in dem Game mit Absicht? Ich bin gerollt, aber okay. Ich sehe nichts, by the way, danke. Die Leute zocken dir einfach deinen Progress ab? Ich bin schockiert, Alter. Ich bin ehrlich schockiert. Vor allem, das ist so lange her. Das ist so lange her, dass ich gar keine Ahnung mehr habe, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Schon krass, dass heute noch Leute Bloodborne PvP spielen. Boah, Pollux fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Alter, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Oh mein Gott. Da war es ein fucking Desaster. Das war bestimmt irgendein Stream-Sniper. Oh Mann, das ist ja übel daneben. Hä, vor allem... Hat er das davor oder nachdem er mich gekillt hat gemacht, ist die Frage. Jetzt muss ich wirklich nochmal hier durch diese... Ich bin so mad gerade. Ich bin ernsthaft gerade so mad. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Aber ich bin übelst mad gerade. Ich bin Mad Eye Moody, Junge. Das ist? Oder wo bin ich von hier immer hin? Wahrscheinlich, oder? Wenn der eine Aufzug da hochfährt, kannst du während der Fahrt einmal rausspringen, findest da noch eine Rune. So ein bisschen spät jetzt. Ah, genau. Das war das jetzt. Jetzt echt diese Scheiße hier nochmal machen muss. Unglaublich. In der Kathedrale gibt es einen Balkon, da kann man hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Marco, einfach Jan.
wieder falsch rumgelaufen. Wir gehen in den Vogel-Shortcut. Meinst du den Aufzug hier, Jan, oder hast du den in der Kathedrale gemeint? Kann ich aus dem Aufzug hier rausspringen? Das nicht in meinen Kopf? Nee, ich krieg das nicht in meinen Kopf, dass dieser Pisser einfach hier die ganzen Tore zumacht. Der musste jetzt sein, oder? Ah, warte mal, meine Seelen. Bin ich gestorben? Hier bin ich gestorben, oder? Wo sind meine Seelen? Chat, wo sind meine Seelen? Muss irgendwer sagen? Warum sind die hier nicht? Oder sind die weg, wenn mich irgendein Invader killt? Mit euch los. Ah, jetzt. Chat, meine Seelen sind weg. Nein, aber wo sind sie dann? Ah, ein Gegner aufgenommen, das kann natürlich auch sein. Ja, der da. Nice. Das vergesse ich auch immer, dass das geht. Das vergesse ich auch. Hat er was gedroppt? Ja. So, okay. Junge, Alter, was ein... So, let's go. Meine Güte. In der Kathedrale gibt es noch einen Balkon, auf den wir können. Da würde mich aber auch interessieren, wo der ist, weil auch die Kathedrale habe ich mir eigentlich ganz gut angeschaut. Zumindest ich habe da nichts mehr gefunden. Der sieht schwach aus. Ich glaube, den mache ich first try. Die, ist glaube ich eine die. Der weibliche Hände. Okay. Ja, okay. Okay. Ich fand die alte Version besser, aber ich sehe schon. Da wurde der First Try wieder gecallt. Ja, natürlich, was denkst du denn? Ist das immer noch Elden Ring? Nein, das ist Bloodborne. Sowas ähnliches, aber ein bisschen älter.
Die wird sehr, sehr effektiv, die wird sehr, sehr anfällig für Feuer sein, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, mit Feuer werden wir der einen Schaden machen können. Verwirrt, ne? Kann das sein? Die ist ein bisschen verwirrt. Also auf jeden Fall ist ein starker Bossfight hier, muss ich sagen. Also ist auf jeden Fall spannend. Das war jetzt schon ein schwieriger Bossfight. Also Bloodborne ist schon schwer. Bloodborne ist schon ein schweres Game, muss ich sagen. Ich tue mich da wirklich schwer, hier durchzukommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Bloodborne weiterspiele. Danke. Danke. Ich weiß nicht, ob ich das Game weiterspielen kann. Also das ist mir ein bisschen zu schwer. Mit der hatte ich beim ersten Mal echt starke Probleme. Bin aber auch recht früh hingegangen. Eigentlich kann die auch angreifen, aber scheinbar machst du so heftig viel Damage, dass du sie mit jedem Schlag einfach gestunt hast. Schwieriger in Anführungszeichen. Ja. Meister Willem, ich will mich verabschieden. Oh, ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr? Mich betrügen? Nein, aber ihr hört nicht zu. Ich schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. Bei den Göttern, fürchtet es. Okay, also Riddle. Den Boss haben wir jetzt halt übelst auseinandergenommen. Aber grundsätzlich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, ist Bloodborne meiner Meinung nach etwas schwerer als Elden Ring. Vielleicht jetzt nicht gerade der Boss, aber im Gesamtpaket. So, okay. Dann dürftet ihr mir jetzt einmal den Balkon in der Kathedrale zeigen, auf den man noch gehen kann. Würde mich auch mal sehr interessieren. Provisorischer Altar. Kelch der kurzen Ritualwurzel für Rituale benötigt. Aber Leute, was sind diese Kelche? Sind es so Random Dungeons oder was? Weil da habe ich nicht so Bock drauf. Oder sind es wie bei Elden Ring Dungeons, die programmiert sind, die erstellt worden sind von den Entwicklern? Willkommen da. Was? Nun gut, lasst mich. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer.
Yo, Patrix, was geht? Grüß Gott, Patrix. Ist ja auch einer der höchsten Bosse. Du hast ihn ziemlich spät gemacht. Ja, aber ich spiele das Game halt so, wie es gespielt werden sollte, meiner Meinung nach. Und zwar, dass du alles erkundest und wenn du in einem Gebiet komplett fertig bist, dann machst du den Storyboss. Alles fit, macht Bloodborne Spaß soweit. Bloodborne ist übelst geil. Also, ich feiere Bloodborne hart, muss ich sagen. Bloodborne, wie gesagt, wenn du dich einmal an die Grafik gewöhnt hast, dass sie halt nicht so geil ist, oder halt die Grafik ist geil, aber nicht die FPS und so. Wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, dann ist es, kommt sehr, sehr nah an Dark Souls ran. Und Dark Souls ist ja eine von meinen Lieblingsspielereien. Also insofern, ziemlich geiles Game. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließ die Augen. Die Dungeons sind vom Feeling her ein völlig eigenes Ding. Sie sind random und können vom Spieler mit gewissen Setups erstellt werden. Okay, weil dann muss ich sagen, dann habe ich nicht so krass Bock auf die Dungeons. Ich muss auch sagen, auch ein... Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach anders an. Ich bin kein Freund von auch diesen prozedural generierten Maps. Also zum Beispiel Diablo 3... Diablo 3 hat mir ja mega Spaß gemacht, aber die Map war ja jedes Mal ein bisschen anders, weil die immer neu generiert worden ist. Und ich finde sowas nicht geil. Ich will was spielen, was der Spieleentwickler im Spiel haben wollte. Ich will nichts spielen, wo zufällig erstellt wird. So nach dem Motto. Und ich will auch bei Diablo, wenn ich über eine Map drüber renne und die Map clear, dann will ich, dass die danach clear ist. Und nicht, wenn ich wieder neu auf die Map komme, sieht die Map komplett anders aus und ich muss die nochmal clearen und die ist nicht mehr aufgedeckt in meiner Karte. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, aber... Ich mag sowas nicht. Dieses zufällig Generierte. Bin ich überhaupt kein Fan davon. So, dann gehen wir jetzt nochmal zur großen Kathedrale. Elden Ring 2 wäre was. Ja, das wird auch früher oder später kommen, Andreas. Elden Ring 2 wird früher oder später auch kommen. So, nee, warte mal. Hier wollte ich gar nicht hin, aber wir können auch von hier loslaufen, ist eigentlich egal. By the way, der den Meister Wilhelm verlassen hat, heißt Lawrence. Dieser Schädel ist von Lawrence und Lawrence hat mit dem alten Blut die heilende Kirche gegründet. Und das alte Blut, was er mit sich nahm, galt als Wunderheilmittel. Weshalb alle nach Yharnam kamen, um geheilt zu werden. Aber mit der Zeit haben die Kranken sich durch das alte Blut in diese Monster verwandelt, wovon manche noch menschlich aussehen, andere wiederum nicht. Deshalb wurden auch dann die Jäger einberufen. Holy shit, okay, nice. Gerne mehr von sowas. Vielen Dank für den Lore-Input. Sehr, sehr gerne mehr. Also immer... Ich bin zwar zu faul, mir jedes Item im Spiel durchzulesen, aber wenn es jemand so schön zusammenfasst wie du, dann... Es ist sehr, sehr geil zu lesen. Sehr interessant. Wenn, dann würde ich da erst ganz zum Schluss rein. Weil da auch Bosse gespoilert werden. Es gibt aber auch völlig eigene Bosse, die es nicht im Main Game gibt. Dann ist auch wieder Kacke, weil ich will natürlich grundsätzlich, würde ich gerne jeden Boss natürlich auch sehen. Nice, ich merke schon, wir haben wieder Stärke geskillt. Wir machen wieder ein bisschen mehr Damage. Der Fluch! Das ist ein verdammter Fluch! Wir wissen, wer schuld ist. Nice try. Ihr macht nicht lange. Hab echt Bock aufs Elden Ring DLC. Ja, ich auch, aber dauert noch ein bisschen. Warte mal, bin ich überhaupt richtig hier?
Hey, wait a minute, ich bin komplett falsch. Wo war das denn vorhin mit dem... Falsch gelaufen, glaube ich. Ja, okay, ich bin wirklich falsch. Elden Ring 2 wäre die Frage, wie es weitergeht. Ja, die Frage ist halt, bringen sie Elden Ring 2 oder bringen sie ein Game wieder in einem völlig neuen Universum? Das halt dann anders heißt, also von der Art wieder Open World. Oder bringen sie sowas wie Dark Souls 4, also was auch nicht Dark Souls 4 heißen wird, das haben sie ja bestätigt, aber es könnte ja was weiß ich wie heißen. Vielleicht kommt ja auch Bloodborne 2, keine Ahnung. So, hier muss ich lang. Den stärksten Boss gibt es nur in den Dungeons, ganz als letztes. Nein, die Dungeons, also die sumerianischen Kelche sozusagen, die Hauptkelche, tun auch in gewisser Art und Weise zur Lore beitragen und dementsprechend auch zur Story beitragen. Aber es gibt auch Kelche, wo du einen Code eingeben kannst und nur diese sind dann von Spielern gemacht. Das heißt, die anderen Dungeons sind nicht zufällig erstellt, sondern die anderen Dungeons sind dann wirklich programmiert von den Spieleentwicklern. Hast du schon Dragon's Dogma 2 gespielt? Ist das gut? Habe ich nicht, aber schau dir gerne mal die Steam-Bewertung an. Die sind nicht so geil, aber vorhin war jemand in meinem Chat und der hat gemeint, das Game ist übel krass. Also wahrscheinlich wird es jeder anders sehen. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Quasi die Malenia von Bloodborne, nur nicht ganz so heftig. Boah, ich muss sagen, ich fand Godfrey fand ich viel schlimmer. Und den fucking Drachen Placidusax, die haben mich viel mehr angekotzt. Remnant 2, The Search, Lords of the Fallen, Ashen. Also Remnant 2 ist ein Koop-Game. The Search ist, glaube ich, nicht so geil. Weil es ist halt einfach ein Shooter auf PlayStation mit Controller, habe ich nicht so Bock drauf. Lords of the Fallen wäre eine Idee, hat aber auch nicht so geile Bewertungen. Und Ashen sagt mir auch was, aber weiß ich gerade nicht. Ah, es gibt etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit des berühmten Meisters Logarius. Einst betrog ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Kanehurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oder er ist einfach der übelste Bauchredner. Ekelblüter ist heute noch am Leben. Und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche nach dem Weg zu Schloss Kanehurst. Er ist einfach der übelste Bauchredner. Okay, das haben wir, glaube ich, das hatten wir alles schon, oder? Bergenworth ist ein alt und ID-Eder und man ab. Aber nicht, dass ich irgendwie seine Quest verpasse, weil ich irgendwas. Okay, jetzt haben wir alle. Ich verabschiede mich. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Lords of the Fallen leider Ramsch, sagt Andreas. Ja, hat auch nicht so geile Bewertungen. Deswegen habe ich das. Ich finde halt immer ein Souls-Game. Ein Souls-Game, das ein paar Dinge falsch macht, wird direkt zu einem schlechteren Game als... Also das Problem ist, Souls-Games sind halt sehr, sehr hart. Das heißt, wenn du zum Beispiel fürs Sterben abartig bestraft wirst, Game kompletter Müll, komplett demotivierend. Und bei Souls-Games gibt es ein paar Feinheiten, wenn du die falsch machst, ist das Game sofort wirklich bodenlos. So, also... Und da ist halt... Da lass ich dann auch lieber die Finger davon. Zwingend sind die Kelche nicht. Musste mich selbst auf dem Weg zur Platin-Trophäe auch sehr durch die Kelche durchlangweilen. Okay, dann lassen wir die vielleicht weg. Obwohl Elden Ring mit dem Mittelalter-Setting schon nice ist, Drachen. Also sag ich auch immer Slytherin.
Das sage ich auch, warum ich ein Elden Ring tausendmal geiler finde wie ein Sekiro. Oder ein Bloodborne geiler finde wie ein Sekiro, ist einfach dieses... Weil ich das Setting geiler finde. Gerade bei Elden Ring mit den Drachen, mit diesen Riesenbestien und so. Einfach geil. Hellpoint, na. Primesia habe ich schon gespielt. Aber Marco, was ist deine Mission gerade? Ich hab doch genug Games, die ich zocken will. Ist jetzt nicht so, dass es mir an Spielen mangelt. Also ich brauche jetzt keinen Game-Input momentan. Wir haben genug Sachen, die wir noch zu zocken haben. Laut Vati arbeitet FromSoft schon länger an einem neuen Projekt, das sich wohl sehr auf die Nutzung von Magie konzentriert. Okay, ich bin hart gespannt. Schwierigkeit ist natürlich subjektiv, aber für mich war der schwerste Boss definitiv nicht in den Dungeons, sondern der Secret Boss aus dem DLC. Also, dass das DLC sehr, 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 sehr hart ist, habe ich auch schon sehr oft gehört mittlerweile. Im Original ist das der Sprecher von Solaire. Holy shit, nice. Was geht, Semi? Grüß dich. Ah, alles gut soweit. Wir kommen ganz gut voran. Denke ich. Der Bree sieht aber auch nicht gesund aus. Bereits tot. Junge, ich dachte, da kommt jetzt irgendein Dialog mit dem, Alter. Ich dachte, ich kann jetzt mit dem quatschen. Das steht einfach bereits tot. Alles klar. Danke. Bloodborne kam heute vor 9 Jahren raus. Holy shit, krass. Okay, wusste ich nicht. Also ich weiß, das Game ist von 2015, aber dass es heute rauskam, das wusste ich tatsächlich nicht. Hat 9 Jahre gedauert, bis ich das Spiel mal angefasst habe. Ist auch crazy. Aber ich bereue es nicht, muss ich sagen. Also bereue höchstens, dass ich so lange nicht gezockt habe, aber dafür kann ich es heute zum ersten Mal zocken. Kommt das dieses Jahr oder gibt es das schon? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube auf jeden Fall, die nächsten Monate werde ich erstmal keine Schwierigkeiten mit Games haben, was ich zocken soll. Also ich glaube, die nächsten Monate bin ich erstmal versorgt mit Games. Das Setting von Bloodborne gefällt mir am meisten, besonders ein Thema, was noch kommt. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich wirklich sagen kann, dass mir das Bloodborne-Setting besser als Dark Souls gefällt. Vor allem auch gerade hier mit diesen Dörfern, diese ganzen Fackelträger, erinnert mich teilweise übelst an Dark Souls 3. Also finde ich teilweise sehr, sehr ähnlich, weil auch bei Dark Souls 3 hattest du ein so ein Dorf, wo überall so Dudes mit Mistgabeln und Fackeln standen. Das erinnert mich mega an das hier gerade. Aber so grundsätzlich finde ich das Setting hier auch ganz geil. Was geht ab? Der lebt noch? Wie lebt der noch? Alter, ich habe den mit dem übelsten Double-Hit erwischt. Oh, ich merke schon, die Gegner sind wieder ein bisschen stärker geworden. Und jetzt ist wieder so der Punkt, an dem ich gerne Map aufmachen würde, um zu sehen, ob ich erst da hochgehe. Oder ob ich erst hier runter renne. Hab den Boss geschafft, bei dem ich stuck war. Nice, GZ. Sehr gut, ich sag doch, du schaffst es. Da geht's halt auch endlos weiter da hinten. Oh, I hate it, wenn ich mich nicht entscheiden kann, wo ich hingehe. Wir gucken hier hoch. Hilft alles nichts. Irgendwo müssen wir hin. Bloodborne hat was von Van Helsing. Ja, stimmt. Mega, mega. Fehlen nur Vampire. Das stimmt. Wobei... Ah, nee. Nee, ich laber Scheiße. Ich wollte gerade sagen, in der Cutscene... In der Cutscene hatte Gascoigne Vampirzähne. Aber dass wir den nicht staggern, Alter. In der Cutscene hatte Gascoigne Vampirzähne, aber ich nehme an, das waren einfach seine Werwolfzähne. Also Vampir macht ja letztlich keinen Sinn, das war ja ein Wolf. Junge, ich...
Oh, wie ich mich erschreckt habe. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob ich Damage von Feuer bekomme. Und dann laufe ich ins Feuer und erschrecke mich, wenn ich Damage bekomme. Sehr gut. Nice, wir sind zuerst in die Sackgasse. Sehr geil, wir sind zuerst in die Sackgasse. Gott sei Dank. Dann können wir jetzt da runter und den Hauptweg gehen. Nice, I love it. So satisfying. Es ist so satisfying, wenn ich die Sackgasse zuerst finde. Ich finde das immer so geil. Weil dann musst du dich irgendwie an nichts erinnern. Dann hast du nicht die ganze Zeit im Kopf, ah, ich muss den Weg noch gehen und da ging es noch weiter. Sondern du weißt einfach, okay, sauberer Abschluss. Der Weg, den ich gehe, ist der einzige, der noch gehbar ist oder der noch offen ist. Das ist immer super belohnt. Da ist eine Lampe, Junge. Da ist einfach eine Laterne. Jackpot. Ja. Ist okay, ist okay. Der dachte, ich sehe ihn nicht. Fick dich, warum lebt der noch? Oh, wieder am... Dreimal Gegengift, nice. Wieder am Secrets entdecken hier. So, was geht hier ab? Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay, das wird wahrscheinlich ein Shortcut, oder? Da kommen wir von hier auf jeden Fall nicht rein. Und von hier auch nicht, so wie ich das sehe. Also ich nehme an... Nee, wobei? Ey, wie kommen wir denn... Egal, wir gehen erstmal weiter. Van Helsing alt, aber trotzdem noch gut. Also Van Helsing, ich war ja in der Zeit, wo ich Diablo 3 entdeckt habe. War ich ja so ein bisschen im ARPG-Hype. Also diese Top-Down-Games, so à la Van Helsing gibt es ja auch ein Game wie Diablo 3, Path of Exile, Diablo, Grimdawn. Und da gibt es auch ein Van Helsing-Game, das ich unbedingt mal zocken wollte, aber dann irgendwie auch nie gemacht habe. Wäre auch mal eine Idee. Das irgendwann mal nachzuholen. Es hat, glaube ich, auch recht gute Bewertungen. Ein bisschen Fantasy braucht ein Game. Außer es ist so ein Meisterwerk wie Red Dead. Das stimmt. Und ganz ehrlich, auch ein Red Dead Redemption hat einen Ticken Fantasy. Auch, also Fantasy im sehr, sehr weiten Sinne. Auch ein Red Dead Redemption hat ein Haus, wenn du da nachts reingehst. Und der Witz ist, das habe ich durch Zufall entdeckt, das Haus. Da habe ich mich danach gefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit war. Auch in Red Dead Redemption hat ein Haus, wenn du dann nachts reingehst, hast du auf einmal grünes Licht von oben und es kommt einfach ein fucking UFO. Das UFO, genau. Du weißt schon, wovon ich rede. Das habe ich einfach zufällig entdeckt, weil ich zufällig nachts in genau diesem Haus war und ich dachte mir, Alter, was geht denn jetzt ab? Und auch in einem GTA 5 gibt es Aliens. Also... Das finde ich auch super geil an Rockstar, dass sie sich selber nicht zu ernst nehmen und immer so kleine, so ein paar Faxen in die Games einbauen. Ich finde das übelst geil. Also Rockstar ist wirklich auch eins von meinen Favorite-Entwicklerstudios. Ich meine, jetzt haben sie ein bisschen Scheiße gebaut mit GTA Remaster und so. Also hier dieses GTA San Andreas Remaster und so, das war jetzt ein bisschen grenzwertig. Da haten ja gerade viele, aber trotz allem die Rockstar Games, GTA 5, Red Dead Redemption 2, wir haben ja auch hier im Stream Red Dead Redemption 1 tatsächlich schon gezockt. Sehr, sehr geil, also. René, ich habe die Lampe angemacht. Die Lampe habe ich angemacht, aber wir können gerne nochmal schauen. Alter, willst du mich ficken? René, Alter, war das dein Plan? War das dein Plan, René? Wolltest du mich umbringen? Alter, der René. Der René lockt mich hier zurück, damit ich in die Falle laufe. Und die Lampe ist an. Die Lampe ist an. René wollte mich einfach ermorden, Junge. René wollte mich... Es war ein Mordanschlag, Alter. Bloodborne ist so ein nices Spiel. Einfach geiles Game Design, geile Bosse. Ja, das stimmt. True.
Red Dead habe ich letztens auch irgendwas gelesen, dass ein größeres Update kam. Ja, aber diese ganzen Online-Updates jucken mich eigentlich null. Also Red Dead Online habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Irgendwie Red Dead Online nicht meine Welt. Dickes Kaltblut 6. Fürchte dich vor Klemme. Traurig. Hier nicht aufgeben. So gut das Spiel. Ja, ist wirklich so. Es ist schon ziemlich geil. Ich hab dich gerettet? In welcher Welt hast du mich gerettet? Ich bin nur wegen dir fast von dieser Falle umgebracht worden. Er lockt mich in die Falle und schreibt danach, ich hab dich gerettet. René, René, René. Kleiner Schlingel. Also Chat, Red Dead Redemption 2 ist auch ein Game, das definitiv auf meiner Streaming-Liste steht, das ich irgendwann nochmal spielen will und das wir dann streamen werden. Es gibt so ein paar Games. Und dann an die weiße Anzüge. Der Hund ist einfach verbrannt, Junge. Der eine Typ hat einfach seinen Molotow nicht auf mich geworfen, sondern auf den Hund. Oder was auch immer das ist. Irgendwelche Giftflaschen, Junge. Hier den. Oh, ist das eine widerliche Stelle hier, ne? Das ist eine ekelhafte Stelle hier. Ich kann nicht mal so weit schießen. Könnt ihr aufhören vielleicht? Die elendigen Hunde! Mann! Oh, was für eine Drecksstelle, Junge. Was für eine verfickte Kackstelle. Aber das Game ist so easy, aber immer so einzelne Stellen, wo du dir so denkst, welcher Pisser hat das entwickelt? Welcher Wichser hat sich diese Scheiße ausgedacht, Alter? Ja, das findet ihr witzig, oder, Chat? Das findet ihr witzig. Ist dieser Wald, wo du gerade bist? Ja, ich glaube schon. Da, gerade sind sie nicht. Aber grundsätzlich... Nicht da runter? Ich glaube nicht, oder? Jeder Wald in diesem Game ist einfach voll versifft. Jeder Wald in diesem Game kotzt mich einfach nur hart an als Gebiet. Bruder, ich hab's einfach vergessen. Ich hab's einfach vergessen, dass das Ding da war. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Wie gehen wir mit der Lage hier um? Nice! Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht funktioniert. Red Dead Redemption Stream, immer gern, wird nie langweilig. Also, Jenny, ich kann dir nur einen Tipp geben. Red Dead Redemption 1, falls es dich juckt, gibt's auf meinem YouTube-Channel als Let's Play. Auch cooles Story-Game, hat auch mega Spaß gemacht. Haben wir im Stream gezockt, gibt's bei mir auf YouTube. Generell, kleiner Tipp, ich mache immer, ich nehme mir immer sehr, sehr viel Zeit, weil ich das selber sehr geil finde bei anderen Streamern. Ich nehme mir immer sehr viel Zeit, um für jedes Let's Play, das ich auf YouTube hochlade, eine Playlist zu machen. Das heißt, wenn es euch mal, wenn ihr mal einen Überblick haben wollt, von welchen Games es überhaupt Let's Plays gibt auf meinem YouTube-Channel, dann könnt ihr einfach auf meinen Channel gehen und dann auf Playlist. Und da habt ihr dann ganz geil sortiert alle Games, in welcher Reihenfolge ich die gezockt habe. Wenn ihr dann auf so eine Playlist klickt, dann kommen ja automatisch alle Videos in der richtigen Reihenfolge nacheinander. Also wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, aber für alle, die es noch nicht wissen, ist ganz angenehm. Also ich finde sowas immer ganz cool, wenn das Streamer haben und nicht einfach nur so random ihre Videos hochladen und ich muss dann immer in die Suchleiste eingeben, Bloodborne Teil 13 und dann finde ich es nicht und dann... Deswegen das nur so am Rande als kleiner Tipp.
I know? Ja, okay. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht, dass ihr das schon wisst. Was bin ich hörend? Ach, der Schmock da oben. Okay. So. Das haben wir doch schön gemacht hier, finde ich. Haben wir doch echt gut gemacht. So, was steht hier? Verborgener Pfad voraus. Ist da nicht noch so eine Geste dazu oder so? Ah, jetzt. Okay, nice. Dann ist das wahrscheinlich der verborgene Pfad, wo... Ich glaube, Jenny was gefragt hat, ob ich den schon gefunden habe. Bestienbluttablette. Wieder da, hast du den Boss im Kathedralbezirk schon gemacht? Ja. Also Dosenöffner, wir haben diesen... wir haben den Boss im Kathedralenbezirk. Ich habe den mit jedem Schlag von der Axt, also ich habe nur diese aufgeladenen Schläge hier gemacht. Die da. Ich habe ihn mit jedem Schlag gestunt, weil wir so viel Stärke haben. Der Boss konnte sich den kompletten Kampf nicht einmal bewegen. Und ich habe einfach ungefähr 10-mal hintereinander den da gemacht und dann war der Boss tot. Also der hat sich nicht einmal bewegt, ich habe nicht einen Hit bekommen. Der hat nicht einmal angegriffen, der Boss. Nicht einmal angegriffen. War ein schöner Bossfight. In Erinnerung an Rollstuhl. Okay. Wie das DLC bei Syndicate. Ich habe Assassin's Creed Syndicate war der... Früher aufstehen. Früher aufstehen! So nicht. Assassin's Creed Syndicate war der erste Assassin's Creed-Teil, den ich abgebrochen habe. Habe ich nicht zu Ende gespielt. Das Game hat mich so abgefuckt. Game hat mich so abgefuckt, dass ich es wirklich nach der Hälfte oder so einfach gesagt habe, nee, das spiele ich nicht. Bestienbluttabletten sind kurz gesagt krass heftige Buffs. Okay, ist gut zu wissen. Okay, ich muss übelst aufs Klo. Deswegen stelle ich mich kurz hier hin, hoffe, ich sterbe nicht und bin in einer Minute wieder da. Bis gleich. Das mit den Bestienbluttabletten ist ein sehr, sehr geiler Tipp, weil ich frage mich, seit ich die erste gefunden habe, was ja schon eine Weile her ist, seit dem Tag frage ich mich, wofür die gut sind. Bestientum und dieses ganze, ich dachte, ich verwandle mich dann irgendwie in Werwolf, also keine Ahnung, Alter. Von dem her da ganz interessant mal zu wissen, was, wofür die sind. Welche Waffen hast du eigentlich schon gefunden? Da oben ist gerade irgendwas rumgelaufen, glaube ich. Sägespeer und Jägeraxt habe ich. Ich benutze natürlich die Jägeraxt, weil die ist nach mir, also die Jäger-TT-Axt sozusagen. Ja. Schau dir auch mal an, welche Waffen der Händler verkauft. Der sollte inzwischen ein paar gute Stücke haben. Im Bloodborne findest du so Talismane, mit denen man neue Waffen beim... Ja, von diesen Talismanen, so Botenhut und so ein Scheiß, haben wir recht viele. Echt, es war nach einer Weile sehr monoton, stimmt. Ich habe es nur zu Ende gezockt, weil ich die Twins so genial fand. Am effektivsten gegen Bosse. Okay, nice. Das ist wirklich gut zu wissen. Nee, Assassin's Creed Syndicate, muss ich sagen. Dann kamen da auch irgendwelche... Es gibt safe irgendeine Mechanik, die die ganzen Käfige aufmacht und dann bist du einfach gefickt. Deswegen bringe ich die direkt provisorisch einmal um hier. Bei Syndicate, da kamen dann noch irgendwelche komischen Gegner, die konntest du dann irgendwie, den konntest du kein Damage mehr machen. Nee, ja, boah, oh mein Gott. Und was ich ganz, ganz, Niklas, das ist mein erster Run, deswegen haben, also nicht böse gemeint. Kannst du nicht wissen. Steht auch nirgendwo. Aber das ist mein erster Run.
Deswegen haben die Mods einfach mal provisorisch deine Nachricht gelöscht. Wie gesagt, nicht böse gemeint. Wir spielen hier ohne Spoiler. Ich möchte gern Dinge alleine finden. Deswegen bitte nicht spoilern, keine Tipps geben und so. Außer ich bin in einem Gebiet fertig, dann dürft ihr sagen, hey, pass auf, da und da hast du was verpasst. Ansonsten bitte nicht spoilern, bitte keine Tipps, geh hier nach links, geh da nach rechts und so. Das we don't do that here. Alles gut, Niklas. Wie gesagt, alles auf ganz entspannter Basis. Du konntest es nicht wissen. Nur die Mods sind dann einfach so nett, löschen das Ganze schnell, damit ich da nicht gespoilert werde. Trotz allem auch an dich einen schönen guten Abend. Schön, dass du hier bist und jetzt weißt du es ja. Kaltblut 7. Okay, 7 haben wir noch nie gefunden. Ich nehme an, dass wir hier in irgendeinem... Also ich nehme an, die sind unnormal strong hier, oder? Fuck. Oh nee, mach nicht den. Mach nicht den, Game. Bitte nicht. Bitte kein Giftsumpf, Junge. Aber gut, ich meine, klar, wir zocken ein From-Software-Game. Es war klar, dass irgendwann der Poison Swamp kommt, Alter. Aber will ich hier schon sein, ist die Frage. Da liegt ein Item. Wir haben 9-mal Gegengift. Und 6 im Lager. Tot? Nee, der lebt, okay. Wow, entspann dich, Alter. Oh mein Gott, ich treff sie nicht. Er ist aufgewacht. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ganz ehrlich, das ist ein Riesenproblem. Das ist absolut nicht geil. Okay, Jungs, ich bin sowas von out hier. Treff die einfach nicht, die kleinen Kackviecher. What the fuck? Mann! Verpisst euch! Was ist das für eine Scheiße hier? Es ist schon wieder ein 2 gegen 1. Die Kamera ist auch gegen mich. Oh mein Gott. Mir ist es ein... Niklas, danke für dein Follow. Giftsumpf einfach Hassgebiet von jedem From-Software-Spiel. Ist wirklich so. Ich weiß gar nicht, oh shit. Ich weiß gar nicht, welchen ich am schlimmsten fand. Was war denn der Giftsumpf in Dark Souls 1 eigentlich? Wurm des Todes, ja, ist wirklich so. Was war denn der Giftsumpf in Dark Souls 1? Bin ich gerade am Nachdenken. Da gab es auch einen, das weiß ich noch, aber... Blighttown, Junge, Alter. Boah, Blighttown war schlimm. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht ein bisschen zu früh sind, ob wir hier noch nicht sein sollten. Arkan, Blutstein, irgendwas? Okay. Fort mit euch. Ich meine, das Gift macht nicht so viel Damage. Das ist zu verkraften, aber es ist halt trotzdem lästig. Vor allem halt in Anbetracht der Tatsache, dass wir... Warte mal, bin ich von hier gekommen oder von der anderen Seite? Ich check's gerade nicht mehr. Warte mal, wir sind von hier gekommen? Scheiße, ich war schon auf der anderen Seite, oder?
Nee, in Anbetracht der Tatsache, dass wir halt einfach viel farmen müssen und nicht kostenlos aufgestockt bekommen. Okay, Junge, chill, Alter. The fuck? In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier farmen müssen, ist es halt deutlich nerviger, hier 25 Healflasks zu verbrauchen, als jetzt zum Beispiel in einem Dark Souls, wo ich sage, okay, ich renne durch den Sumpf, ich verbrauche halt 10 Healflasks, ich kriege es ja kostenlos wieder aufgefüllt am Bonfire. Hier ist es halt nicht so, deswegen... Aber ich glaube, wir haben alles, was es in dem Sumpf da unten gab. Ich glaube, das passt. Alter, wer seid ihr denn, Jungs? Die haben aber auch kein schönes Ende gehabt. In Dark Souls 2 immer noch Psychose von. Im Bloodborne war eigentlich... Also, wenn das jetzt der Giftsumpf war hier, dann war das wirklich in Ordnung. Ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Dark Souls 2 Giftsumpf. Lass mich mal überlegen. Dark Souls 2 Giftsumpf. Was war der Giftsumpf in Dark Souls 2? Der in Schandstadt war der schlimmste. Ja, vor allem, ich hatte in Blighttown hatte ich auch den Ring nicht. Weil, woher sollst du es wissen, wenn du blind spielst? Bei den Windmühlen. Ja, das... Oh, Windmühlen sagt mir was. Junge, Dark Souls 2 war einfach 150 Stunden lang. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an Einzelheiten erinnern, weil das Game so lang war und weil ich so glücklich war, wo ich endlich durch war mit diesem Müllgame. Fehlt nur noch ein Todespestsumpf in Elden Ring DLC. Holy shit, das würde ich denen auch noch zutrauen. Okay, ich weiß doch nicht, wo wir sind. Dachte, ich weiß, wo wir sind, aber ich weiß es doch nicht. Hier liegt wieder Kaltblut-Tau 1. Nee, wo... Bin ich, Alter? Also wir waren... Ein komischer Sound. Starker Sound. Oh nee. Ach komm, hör doch auf. Ich hab keinen Bock auf die. Der tötet mich jetzt. Und dann muss ich wieder 40 Minuten hier hinlaufen. Man hat viel zu viel Schaden bekommen. Aber Dark Souls 2, da war ich wirklich... Also das Game war... Beim ersten Run war es in Ordnung, auch wenn es sehr, sehr, sehr lang war. Aber ich muss unbedingt seinem Stun ausweichen, sonst habe ich so ein fettes Problem. Ich muss unbedingt sein... Können wir die umlaufen? Komme ich hinter denen irgendwie? Auch nicht, gell? Ja, wobei... Aber der ist wieder strong. Der ist wieder so ein starker Boy. Ja, ja, alles klar. Okay, okay, okay. Natürlich. Natürlich, er ist Gott. Er ist einfach Gott. Er berührt mich einmal und ich sterbe. Ist in Ordnung. Ja, okay. Warum stirbt er nicht? Stirb! Ich habe mich übel erschreckt, wo der Applaus kam, Junge. Ich habe mich übelst erschreckt. Ich dachte mir, was geht jetzt ab? Genau in der Sekunde, wo er stirbt. Nee, Dark Souls 2, wie gesagt, für den ersten Run, wenn alles neu ist und du zumindest mal noch diesen Entdecker-Bonus hast, dass alles neu ist und du nicht weißt, was kommt und so weiter, ist es ein in Ordnung Game. In Ordnung. Aber wenn ich überlege, ein Dark Souls 1, ein Dark Souls 3 würde ich dir problemlos nochmal hierher zocken. Dark Souls 1 und 3 hätte ich mega Bock nochmal zu zocken. Dark Souls 2, hör mir auf, geh mir weg. Muss nicht sein. Das ist ein Leiter, Junge. Kann mich nicht heilen auf der Leiter. Okay, gut zu wissen. Es ging bei Elden Ring. Mit der kopflosen Schlangenfrau. Ja, aber du konntest das Gift ablassen bei der Schlangenfrau. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, du konntest das Gift bei der Schlangenfrau ablassen.
Wir verbrauchen zu viel Heal. Momentan verbrauchen wir viel zu viel Heal. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange es noch bis zum nächsten Bonfire dauert. Ja, ja, okay. Geht das auf jeden Fall besser, wenn wir die so killen. Weil dann sind die One-Shot. Danke, 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 alles gut. Danke für den Applaus. Karim applaudiert sich selber. Ne, was ich auch in Dark Souls 2 ganz, ganz schlimm fand, davon habe ich ein Trauma, das hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Dieses Schneegebiet, wo du nichts sehen konntest mit diesen Kackpferden. Oh mein Gott. Jetzt ganz gründlich umschauen ist angesagt. Gibt in dem Gebiet jetzt ein paar sehr wichtige Items, die du nicht verpassen willst. Die Gegner heißen übrigens Brainsucker, glaube ich. Das hat vorhin schon mal jemand geschrieben, Brainsucker. Geht ab, was geht ab? Okay, Chat, die Frage ist jetzt, will ich hier schon lang? Wir hatten doch ganz am Anfang, wo wir die Leiter hochgekommen sind, hatten wir doch zwei Wege. Der, den ich gegangen bin und der hier. Der, den ich gegangen bin und noch in die andere Richtung. Hat Twitch gerade Schluck auf? Ich weiß nicht, bei mir geht alles. Will ich hier schon sein oder hätte ich erst den anderen Weg gehen sollen eventuell? Ich habe ein bisschen Angst hier gerade. Ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Gerade so ein bisschen hier der Resident Evil Vibe. Mondbeschienene Düfte. Wie habt ihr euch hier eingeschlichen? Sehr ungünstig. Ich hatte so große Hoffnungen in euch gesetzt. Ich werde keine Ausflüchte machen. Würdet ihr bitte verschwinden? Es muss sich nichts ändern. Ihr findet die Leute und ich rette sie. Aber wenn ihr nicht geht... Geh erst den anderen Weg. Naja gut, wir gehen eh beide Wege. Also wir gehen sowieso jetzt hier durch. Wir kommen höchstens später nochmal wieder, wenn wir später hier noch ein bisschen was machen können. Aber wir werden sowieso jetzt hier alles erkunden. Jetzt sind wir schon mal da. Die Frage ist nur, wo ist halt der nächste Checkpoint? Aber ist egal, wir bleiben jetzt in der Klinik. Wir müssen nur dran denken, danach nochmal komplett zurückzugehen. Ich dachte, sie rettet die Leute, Alter. Wer ist er denn? Alter, richtiger Tintenfischkopf. Kommunion? Den Scheiß habe ich doch schon. Das wollte ich nicht. Kommunion? Ah, aber mit plus 3. Holy shit, okay, das ist gut. Das ist verdammt gut. Absolut insane, könnte man fast sagen. So, genau, da war die Trulla von gerade eben. Dann ging's doch... Alter, hat er mich erschreckt. Hat er mich erschreckt, Junge. Ich war echt ein bisschen Angst hier drin, muss ich sagen. Das ist übel die scary Atmosphäre hier in der scheiß Klinik. Ich hasse Krankenhäuser sowieso. Junge, Krankenhäuser einfach so ekelhaft. Jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin... Also ich selber war zum Glück seit Jahren nicht mehr in einem Krankenhaus zur Behandlung. Aber so, wenn du irgendwen besuchst oder so... Ich finde das so ganz, ganz schlimm in Krankenhäusern, muss ich ehrlich sagen. Alter, was macht der für Geräusche? Richtiger Wasserkopf. Junge. Erhalten von Iosefkas Blutfiole wegen Inventar- oder Lagerkapazität nicht möglich. Ja, weil ich schon eine hab. Bruder. Soll ich die trinken? Können wir die aufheben? Ich weiß, welche Tür das ist, glaube ich. Ja, sehr, sehr, sehr nice.
Sehr, sehr nice. Wir haben den Shortcut zurück. Weil jetzt kann ich halbwegs beruhigt durch die Klinik laufen. Und wenn wir sterben, dann kommen wir einfach hier wieder hin und laufen einfach hier hoch. So, und ich glaube, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, weil sie sagt ja, rettet die Leute und schickt sie zu mir oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass sie Dreck am Stecken hat. Also wer auch immer diese Frau ist, die, also Frau in Anführungszeichen, die gerade in der Klinik mit uns geredet hat, ich glaube, die hat Dreck am Stecken und ich glaube, die macht die Leute zu irgendwie so komischen Viechern hier oder so. Hier zu so Wasserköpfen, Alter. Komischer Tintenfischkopf. Ich glaube, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Keines Vorladung haben wir bekommen. Eine alte, blutbefleckte Vorladung für einen Ehrengast in das verlassene Schloss Kanehurst. Sie ist seltsamerweise an dich gerichtet. Zögere nicht, die Postkutsche fährt von der Hamwick-Kreuzung ab. Okay. Gerade waren alle Streams am Hängen bei mir. Ja, kannst du schon hin, aber wenn ein feindlicher NPC siehst, dann renn, weil der ist noch zu stark für dich, würde ich mal grob behaupten. Weißt du eigentlich, wer da gesprochen hat? Ich habe keine Ahnung. Kann er nicht wissen, weil deutsche Synchro. Wenn es kein Spoiler ist, dürfte es mir gerne sagen. Weil dann werde ich es ja, wenn ich es wegen der deutschen Synchro nicht erkenne, dann werde ich es ja wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden. Ganz am Anfang redet auch noch wer anders. Wie meinst du, Niklas? Was? Wo am Anfang? Die Rede ist von Josefka. Habe ich beim ersten Durchlauf aber nicht gemerkt. Immerhin spricht man sonst nur ganz am Anfang mal mit ihr und dann erst etwas später wieder. Ah, mondbeschienene Düfte. Ah, okay. Wie habt ihr euch hier eingeschlichen? Sehr ungünstig. Ich hatte so große Hoffnungen in euch gesetzt. Ich hätte keine Ausflüchte machen. Würdet ihr bitte verschwinden? Es muss sich nichts ändern. Ihr findet die Leute und ich rette sie. Aber wenn ihr nicht geht... Ah, na gut. Ich... Aber irgendwie trotzdem, irgendwie ist sie sass. Irgendwie vertraue ich ihr nicht. Irgendwie hat sie Dreck am Stecken. Außerdem vergiftet die mich, by the way. Die heilt sich, Junge. Wow! Entspann dich! Warum hat sie eine Peitsche auf einmal? Fuck. Sterbt jetzt. Es reicht mir mit euch. Auf damit. Den Move finde ich so unentspannt. Scheiße, wir haben kein Heal mehr. Also irgendwie hat die sich hier zu einem anderen Dreckstück. Was geht jetzt ab? Jo, okay. Entschuldigung, dass es da war. Ah, alles klar. War aber knapp. War fucking knapp. Einfach Malenia 2.0, ja, ist wirklich so, ne? Wenn du mit Glaube vor dem ersten Boss mit ihr redest, redest du mit einer anderen Person, die sagt, dass du keine neuen Patienten will, weil sie zu viele hat. Nach dem Boss sitzt da wer anders, der dich bittet, ihr neue Patienten zu bringen. Holy shit, okay. Am Anfang redest du mit Josefka, das hier ist nicht Josefka, okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall liegen jetzt bei Josefka 32.000 Seelen, die ich gerne wieder hätte. Wir klatschen die jetzt weg. Also... Wir machen Josefka heute noch. Sie ist übrigens die falsche Josefka, welche die richtige Josefka in den Pilzkopf da unten verwandelt hat.
Oh, shit. Okay, crazy, Junge. Mit der echten Josefka spricht man nur am Anfang. Sie wird dann von der Nachahmerin hier getötet und die gibt sich als Josefka aus, um Leute für ihre Experimente zu bekommen. Aber da war doch meine Vermutung. Meine Vermutung war schon richtig. Dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Und die ist schon strong. Die wird auch hart zu machen. Aber ich sag mal, wir haben 32.000 Seelen. Die muss ich halt nur, die darf ich nicht vergessen aufzuheben. Die muss ich immer wieder aufsammeln. Wir haben ein bisschen Puffer, sag ich mal, mit, also von 32.000 Seelen können wir uns recht viele Healflasks holen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht meine Seelen aufgehoben hier. Das wäre scheiße. Also wenn die jetzt leuchtende Augen hat, haben wir ein fucking Problem. Da müssen wir sie jetzt killen. Ne, da liegen meine Seelen. Ich bin stuck in der Wand. Ich bin stuck in der Wand. Eigentlich ist sie gar nicht so hart, ne? Eigentlich ist sie gar nicht so schwer. Aber dieser Magieangriff, wo die gerade gemacht hat, fand ich jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Einmal noch, glaube ich. Stirb! Oh, ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin tot, Junge. Oedon Winden. Was ist denn Oedon Winden, Junge? Oedon Winden. Was war das? Wo ist es? Dad? Dad? Hilfe? Was ist Oedon Winden? Da! Eine Oedon-Rune. Eingeweide Angriffe erneuern QS-Kugeln. Was ist eine QS-Kugel? Ich bin so verwirrt, Alter. Menschlich oder nicht, das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium. Was sind QS-Kugeln? Okay, aber egal. Sehr, sehr nice. Harem mit einem Tag und 6 Stunden Watchtime. Harem, ich würde mal mein Leben überdenken. Wie sich jeder im Bloodborne auskennt, außer ich, ist das einzige Souls-like, das ich noch nicht gezockt habe. Ja, egal, Harem, musst du ja jetzt auch nicht mehr. Dafür bist du ja hier. Der Schneckenboss in den Katakomben war immer mega strange. Ja, das fand ich auch. Den fand ich auch übelst weird. Aber irgendwie cool. Irgendwie mal was anderes. Irgendwie war es auch cool. Quecksilber. Ah, Munition. Okay. Danke, Ismail. So, dann gehen wir jetzt hier zurück und gehen den anderen Weg, wo wir vorhin waren. Scheiße, ich hätte wahrscheinlich erstmal leveln gehen sollen mit 36.600 Seelen, aber egal. Egal. Mein eigener Stream hängt ja übel krass hin. Nein, der lebt wieder. Shit, okay. Den fight ich auf keinen Fall nochmal. Diese falsche Josefka ist ein Mitglied des Chors. Der Chor. Ach, des Chors. Punkt.
Der Chor ist die Elite der heilenden Kirche. Was man daran erkennen kann, dass die den Tentakelarm benutzen kann oder auch den Magieangriff, der dich vorhin erledigt hat. Wenn du, by the way, später zu ihr kommst, greift sie dich nicht an, weil die dann verrückt und krank ist. Crazy, Junge. Okay, hier sind wir vorhin rausgekommen. Genau, hier habe ich das Tor aufgemacht. Das heißt, hier ist noch ein anderer Weg, den wir... Bin ich hörend, Junge, warum... Alter, immer diese Footsteps, die klingen, als wäre ein Gegner 1 Millimeter hinter mir. Und ich denke, Junge, gleich kommt die Axt von hinten. Und dann gucke ich mich um, da ist einfach nichts. Wo kommen die Footsteps her? Da oben oder was? Oh mein Gott, ich weiß, wo wir sind. What the fuck? Ich check's jetzt erst. Ich check jetzt erst, wo wir sind. Wir sind ganz am Anfang. Ja! Alter, Alter, da muss auch erstmal drauf kommen. Da muss auch erstmal drauf kommen, dass wir hier sind. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay, okay. Alles klar. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben ja jetzt hier alles soweit. Ja, genau, Jan. Das habe ich auch gerade gecheckt. Karim. Wir müssen jetzt zurück. Wir haben jetzt diesen Geheimweg entdeckt, diesen Shortcut in die Klinik. Wir müssen ja jetzt an sich aber zurück, wo wir vorher waren. Wenn ich jetzt aber vom Bonfire wieder loslaufe, dann muss ich durch diesen kompletten Wald nochmal mit dieser einen total widerlichen Stelle und alles. Das heißt, ich würde... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, als ob jetzt hier zu ist? Als ob jetzt hier zu ist, Junge. Ich komme nicht zurück. Nein! Ich muss nochmal durch den Wald. Ach, fuck you, Game. Fuck you, Bloodborne, Alter. Und fuck you, Grabstein, Alter. Nee, warte doch nicht. Ich bin von hier gekommen. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so ein Schmalzkopf. <lacht> 200 IQ, ja, also echt so. 300 vielleicht sogar. Schloss Kanehurst ist übrigens auch der Ort, wo dieser Blonde vom Kathedralenbezirk so unbedingt hin will. Das habe ich mitbekommen. Aber ist ein Late-Game-Gebiet, deshalb am besten erst später dahin. Ja, ich weiß ja nicht, wo Schloss Kanehurst ist. Also ich laufe einfach immer da lang, wo ich halt, keine Ahnung, ich sehe irgendeinen Weg und denke mir, da laufe ich jetzt lang. Wo muss ich jetzt hin? Wo war der Rückweg? Da, oder? Spring! Scheiße. Fuck. Doch nicht hier. Hä? Ja, wir sind von hier gekommen. Ah. War er überhaupt schon am See dafür? Was für ein See? Ich glaube nicht, dass es schon an irgendeinem See war. Spielsuchtdemenz. Warte. Gibt so einen scheiß Hund 1500 Seelen. Ne, 500, das war, weil ich 3 gekillt habe. Okay. Ach grad, hä? Irgendwas passt da nicht. So, wir könnten jetzt einmal, der erste Weg, den wir gehen könnten, wäre da unten lang. Dann kommen wir bei dem Gigolo da unten im weißen Anzug raus. Oder wir gucken hier oben nochmal weiter. Mit dem haben wir schon geredet. Wollte gerade sagen, es sieht aus, als würde das Tor jetzt hier zugehen, aber du stirbst.
Schade. Na, der hat Glück, der ist genau außer Range. Blaues Elixier. Okay, da weiß ich auch bis heute nicht, was es macht. Irgendeine Medizin gegen irgendwas stand in der Itembeschreibung. Okay, das heißt, wir waren hier. Das heißt, wir waren hier hinten, die Hunde killen. Er hat mich auch ein bisschen erschreckt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Muss dafür in die Hemwick-Knochenstraße. Laternenname. An den Obelisken, der da in der Mitte steht. Und dann sollte irgendwann eine Cutscene sich abspielen, mit in der du nach Kanehurst kommst. Okay, das sehr gerne nochmal. Das dürfte mir sehr gerne nochmal. Ah, okay. Erklären. Wenn ich es machen muss. Weil bis dahin habe ich es bestimmt schon wieder vergessen. So, das Dach war, glaube ich, nur dafür da, für dieses eine Kleidungsset. Ich überlege, ob wir mal was anderes anziehen. Chat, gibt es in dem Game auch Gewicht? Also gibt es hier auch Fatroll und sowas? Oder ist es hier irgendwie alles gleich? Weil ich sehe kein Gewichtsstat bei den Sachen. Und ich glaube, unabhängig vom Gewicht haben wir die beste Rüstung an. Nein? Okay. Weil ich glaube, von den Stats her haben wir die beste Rüstung. Und vor allem sieht die einfach am geilsten aus hier, die wir anhaben. Wow, 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 Alter, entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Junge, sind die Hunde auf Crack, Alter. Du trägst doch sowieso nur Hugo Boss Anzüge. Das ist auch wieder recht, Karin. Dank Maverick. Das ist auch wieder recht. Nee. Nee. Kein Bock auf den. Ich hab echt keinen Bock auf dich, Kumpel. Egal, aber dich fick ich jetzt. So wie den letzten. So, jetzt macht er wieder irgendwas Krasses, ne? Dann macht er einen Move. Jetzt ist er übel schnell. Zur Seite mit dir. Ach komm, du Lachen. Ja, ja, da wollte er mich dodgen. Da wollte er dodgen. So nicht. So nicht, Kumpel. Blaues Elixier macht dich mehr oder weniger unsichtbar, glaube ich. Ach, das war der Scheiß. Aber nur, wenn ich mich nicht bewege, genau. Nur, wenn ich mich nicht bewege. Wir haben halt immer noch den unteren Weg, den wir lang gehen können. Nicht wie ihr. Ihr seid verflucht! Du bist verflucht. So, sehr gut, okay. Rüstung in Bloodborne sieht sehr cool aus, habe aber das Gefühl, dass es kaum Auswahl gibt. Mal du auch jetzt schon die beste Rüstung hast, okay, sehr gut. Also die Rüstung hier ist auf jeden Fall auch optisch die beste. Vorbei. Kann es sein, dass mich irgendwie jeder Gegner in dem Game einfach beleidigt? Gibt eine bessere Rüstung. Kanehurst Rüstung sieht geil aus. Ja, okay, gucken wir uns an. Wenn wir die finden.
Wenn wir die finden, schauen wir die uns auf jeden Fall mal an. Spring genau rein. Spring genau rein. Ihr Asozialen, Alter. Wow. Geht echt da unten ab, Junge. Oh! Yo! Der macht einfach 360 No-Scope. Wir heilen uns noch einmal. Jetzt fick ich dich, Kumpel. Was geht ab? Was geht ab? Ich komme mich nicht bewegen. Molotow-Cocktail. Warum liegt das hier? Wahrscheinlich, weil ich es auf die da unten werfen soll, oder? Übelst weirde Geräusche, Junge. Das ist eigentlich auch wieder ein Giftsumpf da unten, oder? Gerade? Problem ist halt, an sich sind die Viecher sind ja nicht so stark. Wow, wenn ich sie treffe, natürlich, wenn ich sie treffe. Und ich muss sagen, der Molotow ist halt gegen manche Bosse so strong, dass es eigentlich schon eine Verschwendung ist, den hier zu wasten. Weil die Viecher sind jetzt eh nicht irgendwie, also sie sind jetzt keine Gefahr. Da würde ich mir, glaube ich, lieber die Mollys für irgendeinen Boss oder so aufheben. Habe ich nicht gesehen. Also wenn man rein von physischer Schadensabsorption ausgeht, gibt es ungefähr zwei Rüstungen, die besser sind. Also einmal Kanehurst-Rüstung und Gequälten-Rüstung. Die letztere findest du aber erst spät im DLC. Okay. Junge, wir haben ihn unter die Map gefickt, Alter. Wir haben ihn so hart auseinandergenommen, er ist durch die Map geglitscht. Auch gut. Jo. Ne, ich weiß doch nicht, wo... Hä, ich dachte kurz, ich weiß, wo wir sind. Ah, doch, ich weiß, wo wir sind. Geil. Shortcut zur Laterne. Sehr schön. Beautiful. Doch nicht? Hä? Warte, warte, warte. Mich verwirrt. Nee, doch nicht. Hä? Junge, wie kann dieses Game so verwirrend sein? Andi, wo bin ich denn? Hä? Jetzt bin ich wieder hier? What the fuck? Ich muss jetzt mit meinem Hund, dann viel Spaß noch im nächsten Gebiet und verliere nicht deine Nerven? Nein, Niklas, wir doch nicht. Wir sind ja schon durch manche Souls-Games gegangen, ohne die Nerven zu verlieren. Bei manchen haben wir sie auch verloren. Ich sag nur Sekiro. Aber ja. Viel Spaß beim Gassi gehen und wir sind nachher mit Sicherheit noch on, wenn du wiederkommst. Also kannst gerne auch einfach nachher wieder reinschauen. Wir machen heute noch eine Weile.
So, hier ist einfach eine leere Sackgasse, auch sehr gut. Ich glaube, die zwei hier nehmen. Da, warum nicht? Weihnacht. Cool. Danke, danke, Plattform. Aber normal hätte ich es denen zugetraut, da unten stärkeren Gegner hinzupacken als so ein paar Kackvögel. Normal hätte da unten so ein Werwolf oder irgendwie sowas sein müssen. Das ging ja noch gerade. Oh, der macht Damage. Jäger verliert in keinem Spiel seine Nerven. So, genau, da komme ich da wieder raus. Ich frage mich, warum es in dem Spiel hier so extrem ist, dass ich nie blick, wo ich bin. Also ich check überhaupt nicht. Stark, hier ist einfach ein leeres Haus. Okay. Danke dafür. Gut, dass ich hier rein kann. Das war wichtig. Sehr gut. Genau den wollte ich anvisieren. Genau den wollte ich anvisieren. Aber du interessierst mich eigentlich wenig. Ich würde gerne erstmal dich hier hinten. Das ist schlecht. Das ist jetzt ein Problem. Heil dich. Jetzt machen wir den hier. Der Angriff ist so broken. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Der Angriff ist so OP, Junge. Der hat uns schon so oft unseren Arsch gerettet. Nice. Yo, Hunter, was geht? Lang nicht mehr gesehen. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ach, jetzt sind wir wieder hier rausgekommen. Jetzt sind wir wieder hier rausgekommen, wo wir vorhin da hoch sind, zu den Hunden. Genau. Okay, 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 okay. Jetzt check ich's. Jetzt bin ich wieder auf der Höhe. Aber das würde ja bedeuten, dass wir das Gebiet hier durch haben. So, wir waren da unten im Loch des Grauens. Das würde ja bedeuten, dass wir das Gebiet hier durch haben. Oder kommt hier noch ein Boss oder so? Erste Frage, wo ist dein Bart? Mein Bart ist vorgestern gestorben. Mein Bart musste von uns gehen. Weil ich war am Samstag war ich beim Friseur und immer einen Tag, bevor ich zum Friseur gehe, rasiere ich mich einmal komplett. Deswegen ist am Freitag mein Bart einen grausamen Tod gestorben. Mir geht's bestens und selbst mir geht's auch bestens, muss ich sagen. Ah, warte mal, hier war noch was. Mir geht's. Ich meine, außer natürlich, dass heute Sonntag ist. Und morgen wieder der Ernst des Lebens ruft. Aber das gehört halt dazu. Alter Junge, auch schon hier mit einem Tag Watchtime. So, warum kann ich hier aufs Dach? Einfach nur um den Typ zu killen, oder? Der dann da runterfliegt. Stimmt, wir sind hier in diese Höhle rein. Ich glaube, deswegen war ich dann hier hinten nicht, oder? War ich hier auch schon? Waren wir hier? Oha! Chill!
The fuck? Ich glaube, wir müssen durchsprinten und den ficken. Ich glaube, der einzige Weg ist, dass wir durchsprinten. Wir dürfen uns hiermit gar nichts aufhalten. Spann dich. Naja, sieht scheiße aus. Jetzt bin ich da, ne? Die Stadt ist am Ende. Lappen. So. Kann ich die Kanone schießen jetzt? Wow. Mach erstmal Pause, war cool wie immer. MN, das freut mich. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Zweimal Blutfiole. Ästchenbluttablette. Bei mir war heute Landespokal-Halbfinale. Erste haben wir 6-1 verloren. Zweite gab dann eine Schlägerei. Was? Dritte, es waren mindestens 40 Polizeitransporter da. Und viertens, die komplette Leitung der Bundes- und Landespolizei war da. What the fuck? Was geht denn bei euch ab, Junge? Hättest du mal gesagt, dass es so abgeht, dann wäre ich auch gekommen. Holy shit, Alter. Die dachten auch, sie können mich verarschen. So. Ah, hier leben auch noch welche. Vorbei. Tod, seid ihr besser dran! Alles elenden Bestien! Jozu27. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Also ich muss sagen, Bloodborne... Wenn du einmal drin bist, ich weiß jetzt nicht, was noch kommt, aber wenn du einmal so ein bisschen im Flow bist, am Anfang dachte ich mir so, also, boah, Game, auch gerade wegen den FPS und so, schon hart. Härter wie Dark Souls für mich zumindest. Aber ich muss sagen, wenn du einmal so wirklich im Flow bist, wir haben jetzt natürlich auch mit der Axt, glaube ich, habe ich jetzt eine ganz gute Starterwaffe gewählt. Aber wenn du einmal so im Flow bist, geht's schon gut von der Hand, muss ich sagen. Geht schon, ich bin natürlich auch ein Souls-like Gaming-Gott. Aber ist schon in Ordnung. Ein sinnloses Etwas ist dann mit Betäubungsmittel und Opioiden rumgelaufen. Was? Wer ist mit Betäubungsmittel und Opioiden rumgelaufen? Bloodborne feiert heute seinen 9. Geburtstag. Vor genau 9 Jahren erschienen. Du bist der Zweite, der heute hier reinkommt und es sagt. Also... Wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste, weil ich hab... Was geht denn jetzt ab? Pascal, danke für dein Follow. Ich habe gestern Abend, habe ich gegoogelt, wann Bloodborne rausgekommen ist, weil es mich mal interessiert hat. Und da stand dann 2015. Ja, warum ist es hier so laut? Von dem her wusste ich, dass es 9 Jahre alt ist. Aber dass es genau heute rausgekommen ist, vor 9 Jahren, wusste ich tatsächlich nicht. Hier ist wieder schön leise. Angenehm. Sehr angenehm. Okay, da könnten wir runterjumpen. Ist jetzt wieder die Frage. Ist jetzt wieder die Frage. Wir können... Hä, ist da eine Treppe? Nee, ist wirklich eine Treppe. Ist ganz schön dunkel hier unten. Wir sterben auch Menschen. Wer denn? Ah, der hat diesen Sägespeer. Der wurde hier auseinandergenommen. Der Gute. Der wurde hier hops genommen, hier unten. Oh, von dem da? Hm. Abend, bin jetzt auch mal auf Twitch. Das freut mich. Herzlich willkommen hier im Twitch-Chat.
Schön, dass du da bist. Irgendein Vollidiot ist mit Drogen rumgerannt und wundert sich, warum der durchsucht wird. Ja, gut, okay. Da machst du halt nichts, ne? Wär krass. Euer ist zumindest nicht scheiße. Aber nicht so krass wie wir, ne? Nicht so krass wie wir. Ich hab schon wieder... Okay, das wird ein Shortcut. Ich meine, wir hatten halt immer noch draußen, also oben hatten wir immer noch diese... Da konnten wir ja runterspringen. Und hier geht's halt schon wieder weiter. What's that, brother? What's that, brother? Pascal, genau, also falls ich noch nicht gesagt habe, ich glaube, ich habe gesagt, herzlich willkommen im Twitch-Chat. Danke für deinen Follow natürlich. Und auch an PandaGame2Play. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen hier im Stream. Sekiro schon durch. Nein. Sekiro hat mir persönlich, wie gesagt, mir persönlich keinen Spaß gemacht. Deswegen bitte seid nicht triggert, wenn das für euch das geilste Game der Welt ist. Mir persönlich hat es keinen Spaß gemacht. Es ist einfach nicht mein Game. Und deswegen habe ich Sekiro abgebrochen. Wir werden es vielleicht irgendwann nochmal anfassen, wenn ich Urlaub habe, wenn ich die Ruhe habe, das zu spielen. Vielleicht, weil wie gesagt, mir hat es wirklich keinen Spaß gemacht. Ich weiß, also es gibt zwei Optionen. A, das Game ist einfach nicht mein Game und macht mir keinen Spaß, was ja auch so völlig in Ordnung ist. B, ich habe das Game einfach nicht ganz verstanden, habe es falsch gespielt und deswegen hat es mir keinen Spaß gemacht. Es kann sein, dass wir das Game irgendwann nochmal anfassen. Kann sein, weiß ich nicht. Aber deswegen zocken wir jetzt Bloodborne. Und Bloodborne gefällt mir persönlich, ich liebe jede Sekunde. Bloodborne gefällt mir sehr, 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 sehr gut bis jetzt. Das ist ein sehr geiles Game. Egal, 10 Kilometer weiter habe ich immer noch sehr viel Polizei gesehen. Natürlich bin ich der Glückliche, der angehalten werden durfte. Na, wobei ich sagen muss, wenn du... Ich habe gerade ein bisschen Flashbacks an die Windmühle aus Dark Souls 2. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ihr mit den Dark Souls Windmühlen gemeint. Jetzt kann ich mich an das ganze Gebiet erinnern. Oh mein Gott. Weil gerade hatte ich wieder ein Bild im Kopf durch die Mühle hier, wurde ich zurückerinnert an die Mühle aus Dark Souls 2 und in der Sekunde ist mir wieder eingefallen, was ihr mit dem Giftsumpf gemeint habt bei den Mühlen. Ja, das war wirklich Müll. Wenn es jetzt anfängt, sich zu drehen hier, dann flippe ich aus. Nein, also ich finde, wenn du nichts zu verbergen hast, finde ich Polizeikontrollen eigentlich sehr unbelastend. So. Da will ich nicht runter. Und ja, ich habe, da ist auch noch ein Item da drüben. Wie komme ich denn da hin? Stimmt, wir dürfen immer nicht vergessen. Wir dürfen immer nicht vergessen, wir sind in dem kompletten Gebiet, sind wir nur, weil wir diesen einen Geheimweg in diesem Wald gelaufen sind. Wir müssen in diesen Wald, wo wir ganz am Anfang waren, vor 40 Minuten, da müssen wir immer noch mal wieder zurück nachher und den Standardweg weiterlaufen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mit dir? Oder ist das euer tierischer Instinkt? Bro, ihr Jäger habt noch mehr Blut an eurem Hals. Warum ist hier ein Boss? Warum ist hier ein Boss? Junge, chill, bitte. What the fuck? Was war das denn? Junge, ich dachte erstmal, der Kleine, der Mensch ist ein Gegner. Dann hitte ich den.
dann merke ich, das ist kein Gegner. Weil der dreht sich um und guckt mich an. Dann dachte ich mir, cool, ein NPC, mit dem kann ich reden. Alter, und dann war er so angepisst, dass er jetzt einfach... Bruder! Okay, aber der ist nicht so strong, ne? Der ist gar nicht so strong, wie ich gedacht habe. Ah, wobei. Der ist halt auch nicht zu unterschätzen hier. Ich glaube, im offenen Feld nimmt der uns so krass auseinander. Aber hier drin könnten wir eine Chance haben. Holy shit. Alles klar. Dann. Schiss, Bruder, Alter. Ja. Ihr nennt mich eine Bestie! Eine Bestie! Hab ich schon nie gesagt? Also ich meine irgendwie ist er ja. Wow, oh, was war das denn? Viele Seelen? 7000! Bestie! Rune Bestie! Alter, was, Junge, was war das denn? Das sind From Software Games, die sind so random. Die sind so random manchmal. Muss dich nicht rechtfertigen, zock das, worauf du Bock hast, dann ist der Stream auch geiler für alle. Genau, Pascal, das ist halt das, Hab ich die Oma umgebracht? Nee, oder? Das war doch nicht sie. Ich hab null verstanden, was hier gerade passiert ist. Ich hab null verstanden, was hier gerade abgegangen ist. Jetzt irgendeinen wichtigen NPC gekillt habe oder so. I don't know. Na gut. Nee, Pascal, denke ich auch. Ich hätte mich jetzt auch durch Sekiro durchquälen können und ich hätte es sicher auch skilltechnisch geschafft. Auch wenn ich mich schwer getan habe, sage ich auch offen und ehrlich dazu. Wir waren bei dem Trinkerboss. Kanone. Wir waren... Kanone? Fuck. 30 Stärke und 13 Dex. Holy fuck. Aber 200 Damage. Die benutzt du dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr zum Parieren, sondern zum Damage machen. Weil wir waren bei dem Trinkerboss und das komplette Level hat mich so abgefuckt und getiltet, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, Alter, das ist nicht mein Game. Und es war tatsächlich sogar weniger der Tilt, wie dass ich einfach gesagt habe, ich habe keinen Spaß daran. Also auch wenn ich den Boss beim zweiten Mal geschafft hätte, hätte ich da jetzt nicht so hart Spaß dran gehabt. Ja, und dann... So, Kumpel, vor dem habe ich übelsten Respekt, finde ich. Der sieht irgendwie übel... Ja, okay, der ist scheiße. Ich dachte, der kann was. Boah, ich hab Resident Evil 5 Flashbacks, Alter. Da gab es auch so komische Dudes wie die hier. Mit Tentakeln aus dem Kopf. Das war, glaube ich, zuerst ein freundlicher NPC. Ja, das glaube ich auch. Aber es waren gefühlt 100 andere Fahrzeuge da, aber Hauptsache ich... Ja... Manchmal bist du halt der Hund und manchmal bist du halt der Baum. Zeit für Rollen. Ich glaube nicht, Kumpel. Also ich will ja auch nichts sagen, aber wir zocken schon wieder übelst lange ohne Shortcut und neue Laterne. So, da sind wir gerade rausgekommen. Hier geht's weiter. Oder? Waren wir hier schon? Nee. Sind wir wieder in dem Wald vom Anfang? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja der Shortcut. Du bist eingeweiht, oder? Wir gucken. Hab
habe den Trinker Second Try gehabt, aber dafür bei Malenia 100 Tries oder so gebraucht. Ja, das ist halt das. Ich verabschiede mich für heute. Noch viel Spaß und auf ein gutes Nächtle. Jenny, schön, dass du da gewesen bist. Und ja, wie gesagt, wir werden die Woche immer ein bisschen länger streamen, weil ich halt Spätschicht habe. Den einen freut es, weil er Ferien oder Urlaub hat, den anderen nicht. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht und schlaf gut. Bis morgen. Da war doch eine Laterne. Nicht dumm. In dem Falle könnte es wirklich sein, weil ich einen Leihwagen aus Wolfsburg hatte und in Weida, Thüringen war und die einen Verdacht oder so hatten. Kann auch sein. Also oftmals sind ja die mit den Leihwegen, also oftmals werden ja auch die Leihwegen genutzt, um gewisse Dinge zu transportieren. Okay, wo ist jetzt eine Laterne? Wo ist eine Laterne? Bitte sagt mir das, Chat. Dosenöffner. Wo ist eine Laterne? Wieder da. Rafa, willkommen zurück. Ah, ein neues Gesicht, nicht wahr? Und ein fähiger Jäger, wie es scheint. Ich bin Walter, Meister der Liga. Mitglieder der Liga reinigen die Straßen von allem Schmutz, der durch die Jagd aufgewühlt wird. Wie es jeder halbwegs anständige Jäger tun sollte. Nicht wahr? Habt ihr nicht genug gesehen von diesen elenden Bestien, sonderbaren Schnecken und verrückten Ärzten? Verurteilt die Monster zum Tode mit der Hilfe eurer Liga-Eidgenossen. Was sagt ihr? Wollt ihr der Liga beitreten? Chat, wollen wir? 112 schon krass eigentlich. Ja, ich bin ja auch krass. Was? Ja doch, mach. Junge, Luna kommt einfach hier in den Chat rein, out of nothing, und schreibt was, was ich nicht verstehe, als Begrüßung. Gondor Primolon. Ja, ja, ja. Ja, wie es sich für einen Jäger gehört. Schließt das in euer Herz ein. Unsere eigene Carol-Rune, Symbol der Liga. Was geht, Luna? Unreinheit. Die Nächte wimmeln von entweihtem Abschaum und sind durchdrungen von ihrem fauligen Gestank. Denkt nur, jetzt seid ihr bereit, nach Herzenslust zu jagen und zu töten. Jagt gemeinsam mit euren Gefährten, euren Liga-Eidgenossen. Jeder fucking NPC immer ein Lachflash hat, wenn er einen Satz beendet. Also, es gibt eine Sache, die ihr wissen müsst. Durch den Schwur der Liga können diejenigen, die ihre Rune tragen, Gewürm sehen. Gewürm dreht und windet sich tief in allem Schmutz und ist die Wurzel der Unreinheit der Menschen. Das Gewürm muss vernichtet werden. Die Liga existiert, um alles Gewürm auszulöschen und uns so von jeder menschlichen Verderbnis zu befreien. Und deshalb müsst ihr, bis alles Gewürm vernichtet ist, bitte noch einmal Gewürm sagen, weiter jagen und töten. Dieses blutige Schicksal ist allein unseres. Erwartet nicht, dass die Welt euer Tun versteht. Aber denkt daran, die Eidgenossen werden immer meinen Segen haben. Und einander. Immer. Okay. Ja, Hunter, was soll ich dir sagen? Man muss nicht alles verstehen. Bringt aber auch nicht, sich im Nachgang dann drüber aufzuregen oder zu fragen, warum jetzt genau ich. Es war halt einfach so. Denk mir mal, was du nicht ändern kannst. Also,
Dinge, die dich runterziehen und die du ändern kannst. Was die beste Lösung? Änder sie. Dinge, die dich runterziehen oder Dinge, die dir Kopfzerbrechen bereiten und die du nicht ändern kannst, einfach ausblenden. Du kannst dich ändern. Es ist so. Also überleg bei allem kurz, mit was beschäftige ich mich gerade? Macht es Zeit, meine Energie und meinen Hirnschmalz da rein zu investieren, mich zu fragen, warum das jetzt so ist? Bringt es dir was? Ja, dann mach es. Kannst du es eh nicht ändern? Hack's ab. Also mein Motto. Klar, es ist manchmal schwer, es ist immer leichter gesagt als getan. Natürlich beschäftigt dich manches, was du nicht ändern kannst, aber versuch immer so ein bisschen nach dem Motto zu leben, so gut es geht. Hab das gerade auf Google Übersetzer gemacht. Ich kann diese Sprache nicht mal lesen. Von der Arbeit nach Hause gekrochen. Luna, was musst du mal arbeiten, Sonntag? Wird sein Umhang langsam immer länger? Ich glaube nicht. Das ist ein Lied? Das ist von Disneys große Pause. Dieser Guru sagt das immer. Hab eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. Ja gut, das ist ja dann... Das kannst du machen, warum auch nicht? Mir gefällt dein lösungsorientiertes Arbeiten. Danke. Genau so mache ich das schon immer. Ja, ist so. Es gibt doch nichts Besseres. Die Liga existiert um alle und deshalb müsse er und... Okay, alles gut. Wiederholt er sich und jetzt weiß ich wirklich, wo wir sind. Ja. Ja, genau. Wir haben 73.000 Seelen. So, wir haben den Shortcut. Wir gehen leveln. Wir gehen sowas von leveln. Ich meinte eigentlich Kerem, weil er selbst den Guru gefunden hat, aber du machst das auch super. Danke. Nee, ist okay. Jetzt will ich das Lob nicht mehr. Ist zu wenig, zu spät. Das kannst du jetzt sparen. Bin verletzt. So, komm her. Komm her, wach auf. Ich muss eingenickt sein. Ja, was soll das? Blutechos kanalisieren. Die Echos lasst mich näher. So, machen wir das mal auf 25. Sehr gut. Okay, sorry. Verreben, Junge. Nein, war natürlich nur Spaß. Guter Jäger. War natürlich nur Spaß. So schnell bin ich nicht beleidigt. Also, ich muss sagen, es gibt ja immer hier den Spruch, wie kann eine Generation, die mit, ich weiß gar nicht mehr, es waren zwei Serien, aber eine davon war South Park. Wie kann eine Generation, die mit South Park und nochmal irgendeiner Serie aufgewachsen ist, eigentlich so schnell von jeder Scheiße beleidigt sein? Also du darfst da heute über nichts mehr einen Witz machen, ohne dass sich irgendeine Gruppe beleidigt fühlt. Du darfst im Endeffekt gar nichts mehr sagen. Du musst ja froh sein, wenn du überhaupt noch reden darfst. Und ich lebe auch nach dem Motto. Also ich muss sagen, bis ich wirklich mal beleidigt bin oder bis ich wirklich mal irgendwas persönlich nehme, Alter, muss sich jemand schon ganz, ganz doll anstrengen. Also da muss jemand schon wirklich, wirklich sich anstrengen, bis er mich mal so weit hat, dass ich wirklich angepisst bin oder dass ich einen Spaß wirklich falsch verstehe oder weiß ich nicht. Also das ist schon eine Kunst. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der Wache. Ja, danke. So. Dir fehlt noch ein optionales Gebiet. Warst du eigentlich bei der Gründung von From Software dabei? Der war nicht schlecht. Brown Tide und South Park? Beefs und Butthead, Junge, so ein Müll, Alter. So ein, das fand ich schon immer so richtig scheiße. Aber was geil war, wo ich, glaube ich, 90% von meinem Kindheitstrauma mitgenommen habe. Pascal! Auf dich! Skull! Pascal, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank für deinen Sub.
Herzlich willkommen bei den Jägern. Also dürfen wir deinen Spielstil kritisch hinterfragen? Natürlich, Nighthawk. Aber das ist auch mein Motto auf Arbeit. Also wenn ich irgendwas scheiße mache und keiner sagt mir das, woher soll ich es wissen? Also Kritik, die konstruktiv ist, dass einer kommt und sagt, hey, pass mal auf, mir ist aufgefallen, du machst es so und so. Du weißt schon, dass wenn du so und so machst, geht es viel schneller. Finde ich super geil. Nein, was ich gerade sagen wollte. Pascal, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Was ich davor gerade sagen wollte, wo ich 90% meiner Kindheitstraumata herhabe, ist, glaube ich, einfach diese fucking A, Celebrity Deathmatch nachts auf MTV und B, Happy Tree Friends. Ich glaube, nur wegen diesen zwei Serien bin ich heute so, wie ich bin. Und die Ärzte fragen sich, was los ist. Ich glaube, das waren nur diese zwei Serien. Blutsteinbrocken brauchen wir, okay. Brocken. Na, mal weg, werde gerade wegen der Dienstaufsichtsbeschwerde angerufen. Junge, Sonntag um 21.10 Uhr, ist das dein Ernst? Wo sind die Sounds? Was für Sounds? Habt ihr den Dinger nicht gehört? Habt ihr den Sub-Alert? Habt ihr den nicht gehört? Der Alert kam nicht. Wait a minute. Wait a minute.